REX7 2588-9 Romanshorn nach Lindau Hauptbahnhof. Es ist 13.59 Uhr. Fahren Sie diesen Passagierzug von Bregenz nach Lindau Hauptbahnhof. Fahren, wenn wir den Rabe 523 196 Tonnen 4 Wagen im Zugverband 74,1 Meter lang auf der Strecke Vorarlberg. Und damit ein herzliches Willkommen zur Folge 11 Trains in World 4 der Danish Peters. Ich würde sagen, wir beginnen. Ich habe mir jetzt mal bewusst den Winter ausgesucht, weil, wie gesagt, im Winter ist die Strecke wirklich wunderschön. Machen Sie 100 Kilometer mit der Rabe. Das haben wir jetzt auch erledigt. So, mal die Türen öffnen. Und jetzt entriegelt. Jetzt haben wir sie entriegelt. So. Müssen wir noch einige Dinge machen. Und zwar müssen wir die Zugsicherungssysteme einstellen. Genau. Ja, da sind wir eigentlich soweit. Oder? Das machen wir ein. Raus. Dann Lichter ein. Aus, ein, wenn wir so haben, so nicht Notfall. Scheibenwischer müssen wir natürlich noch einstellen. Nehmen wir das jetzt noch mal wieder. Sinnvoll soweit, oder? Da stimmt noch was nicht hier. Jetzt stimmt es. So, so wollte ich es doch haben. So, das ist also Österreich bei Winter. Wunderschön. Und wir verriegeln die Türen. Dann würde ich sagen, sind wir soweit. Und auf geht's. Natürlich die Bremse lösen, bevor wir losfahren. Würde Sinn machen. Wie jetzt hier überhaupt fahren. Witzig. 60 gleich. So, Röhrstellen ist ja geil. Bei Winter sieht die Strecke gleich viel schöner aus. Die sieht eh schön aus, auch im Herbst, muss ich wirklich sagen. Aber ich finde, so im Winter hat das doch so einen gewissen Touch. Oh, 100. Und wenn das jetzt ein gutes Szenario ist, finde ich es doch schön, mal mit der Rabe hier auf der Strecke zu fahren oder mit dem Rabe, wie auch immer. Könnt ihr euch aussuchen. Mal
Wunderschön, wunderschön. Fahren wir mit unserer S1. Können das eigentlich ändern? Können das irgendwie ändern? Das ist auf die Schweiz. Begrenzt, lässt sich nicht auf Österreich. Das geht nicht. Schade. So, 25889, ne? Ja. Das kann man nicht eingeben. Schade, schade, schade. Schön wär's gewesen. So, dann sind es noch 2,6 Kilometer, dann sind wir in Lindau. Wie gesagt, das ist ein kurzes Szenario. Und es geht mir einfach darum, euch auch mal Vorarlberg im Winter zu zeigen. Und das war das einzige Szenario, was ich jetzt so gefunden habe, was nicht allzu lange geht. Die anderen waren alle so bei einer Stunde fast. Dann sind wir auch gleich schon da. Ich mal 50 runtergehen. Gleich. Soweit. Ich hatte ursprünglich ein anderes Szenario vor, aber das ist leider in der Aufnahme her nicht so gelungen. Da war leider der Ton wieder weiter als das Bild. Und das ist halt das Problem an der Sache gewesen. Und das nochmal zu spielen, das ging auch fast eine Stunde. Da hatte ich beileibe irgendwie, naja, ich habe auch nicht so viel Zeit heute. Und daher habe ich mir jetzt mal ein kurzes Szenario rausgesucht. Ich hoffe, das ist okay. Aber es gibt ja auch noch den Sonntag. Weil nächste Woche gibt es kein Video, weil ich da ja in Stuttgart bin. Dann
letztes großes Spotting Day Tour Ziel für dieses Jahr. Nächstes Jahr werde ich auf jeden Fall nach Wien fahren. Weiß nur noch nicht so genau, wie ich das gestalte. Das muss sich ja auch lohnen. Die Fahrt dahin dauert schon sehr lange. Wenn man so in den Navigator guckt, das ist schon trotz Fernzug schon einige Zeit unterwegs. So, da fahren wir ins Stumpf, ins Kopfgleis rein. Stehen wir also mit unserer Rabe. Lass die Fahrgäste einsteigen. Gesagt, Österreich im Winter ist wunderschön. Das muss man einfach mal so sagen. Solange man die Berge so sieht. Na gut, hier sind jetzt nicht wirklich welche, aber ja, ihr wisst, was ich meine. Wirklich eine sehr, sehr schöne Gegend. Da hinten stehen auch ein paar Züge abgestellt. Unter anderem eine 6228, eine 628 und so weiter und so fort. Schließen wir die Türen. Hat sich das hier. Wie gesagt, dies war dieses kleine Szenario in Vorarlberg im Winter mit der Rabe 523. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, dann macht wie immer gar nichts. Passt auf euch auf. Habt einen schönen Samstag, habt ein schönes Wochenende. Bis zum nächsten Mal. Euer der Danny Spieters. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich würde mich auf jeden Fall sehr, sehr freuen. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Euer der Danny Spieters. Ciao, Servus und Tschüss.